Papa Schlumpf sagt, der ganze Schnee muss weggeräumt werden. Der und der da und der da und der da und der da und der... Und? Lächle, Schlaubi, hier ist eine Überraschung für dich. Papa Schlumpf! Gut so, meine kleinen Schlümpfe. Für unser Osterfest muss alles schön ordentlich freigeschlumpft sein. Juhu, Papa Schlumpf! Wie gefallen dir unsere neuen Osterkostüme? Niedlich, ne? Sie sind wirklich sehr niedlich. Ich hasse niedlich! Frühling, Frühling habe ich am allerliebsten. Ach, Frühling, ich verabscheue diese grausige Jahreszeit über alles. Du nicht auch, Azrael? Dieser grelle Sonnenschein. Und diese stinkenden Blumen. Und dann diese widerlichen kleinen Waldplagen. Haut ab! Verschwindet! Aber das Schlimmste ist, im Frühling sind diese ekelhaften Schlümpfe am glücklichsten. Immer dieses Singen, Lachen und Tanzen. Aufhören! Hört auf, so furchtbar glücklich zu sein. Ich befehle es, ich, Gargamel! Ach, wenn ich diese widerlichen blauen Gestalten nur fangen könnte. Nur wie? Seit Jahren versuche ich es mit den bösesten Tricks, die ich kenne. Und dennoch erwischen sie jedes Mal. Welche Schande! Mir bleibt nur noch eine Möglichkeit. Ich gehe zu ihm, zu Balthasar. Der bloße Gedanke, ihm einen Besuch abzustatten, erfüllt mich mit Angst. Aber es ist die einzige Möglichkeit, Azrael. Schlümpfe, erfreut euch eures ekelhaften Glücks, solange ihr am Leben seid. Wer zuletzt lacht, lacht am besten. Jetzt suchen wir ein Osterei. La, 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 la. Nein, 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 Klamsi, du findest doch keine Eier unter Steinen. Ach, tatsächlich nicht? Natürlich nicht. Oh. Hier werden wir unsere Ostereier finden. Na, ist ja toll. Hier, hey! Lauter Eier. Du lernst es doch nie. Was? Lass mich das nur erledigen. Oh, Schlaubi, deine Feder... Sei still, hör doch nur zu, so lernst du etwas. Aber Schlaubi, du verlierst... Vertrau mir, Klamsi, es gibt keinen Hund, den ich nicht austricksen kann. Und was machen wir jetzt? Halt mich fest! Lass uns hier verschwinden! Ich glaube, wir sind sie losgeworden. Richtig. Mitsamt unseren schönen Ostereiern. Was sollen wir jetzt nur Papa Schlumpf sagen? Schlaubi? Nicht jetzt, Klamsi, ich überlege. Da ist doch ein... Psst, Eier. Oh, so ganz langsam kommt mir eine fabelhafte Idee. Sie ist zwar vage, doch zweifelsfrei genial. Was hast du denn gegen dieses Ei? Dieses Ei? Ach, dieses Ei, ja. Das war doch die Idee, die ich die ganze Zeit hatte. Ja, die ganze Zeit schon. Ach ja, wirklich? Ich glaube, vor deiner Intelligenz können wir uns alle nur verbeugen. Ich finde es ebenso unerfreulich, Balthasar zu besuchen wie du, Azrael. Aber wir müssen tapfer sein. Bitte vergiss nicht, immer hübsch tapfer. Ja.
je. Balthasar! Balthasar, ich bin es, Gargamel, dein einziger Patensohn. Ja, ich weiß. Deswegen war ich früher viel zu weich zu dir. Also, nenne dein Anliegen. Ja, also, wie soll ich es sagen? Ich hätte ganz gern von dir gewusst, wie ich es nur schaffe, diese Schlümpfe zu fangen. Schlümpfe? Schlümpfe? Schlümpfe sind nichts weiter als ein Märchen. Die einzige Möglichkeit, Schlümpfe zu finden, besteht in dem Buch hier. Es ist voller Märchen von Kobolden, Zauberern, Gespenstern und auch Schlümpfen. Es enthält sogar eine Formel, wie man Blei in Gold verwandelt, indem man 6 Schlümpfe auskocht. Blei in Gold verwandeln, nur indem man 6 Schlümpfe auskocht? Ja, natürlich, das ist lächerlich. Ja, und hier steht auch, wie Schlümpfe zu fangen sind. Leg Mutter Natur rein, um die Schlümpfe aus ihrem Dorf zu ekeln. Ja, aua! Mutter Natur, Schlümpfe, Wahnsinn! Alles abergläubischer Wahnsinn! Ja, natürlich, du hast absolut recht. Ich habe doch immer recht. Hau ab, für heute habe ich genug von dir. Oh ja, ja, natürlich. Auf Wiedersehen, Patenonkel. Jetzt werde ich diese widerlichen Schlümpfe nicht nur fangen, ich werde sie auch in Gold verwandeln. Oh, ich brate ein paar, ich toaste ein paar, der Rest ist mit Heuer und Holz. Ich leg sie ein paar in Wein und den Rest mach ich zu Gold. Ja! Ich tu doch gar nichts. Oh. Hey! Nanu, was ist denn hier los? Du meine Güte! Da ist was drin! Da ist was drin? Oh! Oh. Ist die nicht süß? Nicht übel. Für eine Ente. Oh. Oh, arme kleine Ente. Wie schrecklich, deinen ersten Tag auf diese Weise zu beginnen. Ich glaube, sie denkt, du bist ihre Mutter, Schlumpfine. Ihre Mutter? Ich? Oh. Juhu, Mutter Natur, wo bist du? Juhu, Mutter Natur. Ach du meine Güte, es wird jedes Jahr schwerer, den Winterfrost aus den alten Knochen zu bekommen. Wacht auf, Kinderchen, der Frühling ist da. Hey, Eule, was soll das wieder bedeuten? Ein Besucher, sagst du? Den letzten Besucher hatten wir vor 100 Jahren. Ja, ich komme. Oh, Mutter Natur! Ich bin viele, viele Kilometer gereist, um euch in bescheidener Weise dieses Zeichen meiner Ergebenheit zu überreichen. Oh, wirklich nett. Aber von Mutter Natur sind sie nicht. Aber sie riechen genauso süß. Riech daran. Oh, wie wird mir? Mir ist auf einmal so seltsam. Oh, das tut mir leid, Mutter Natur. Doch jetzt bist du in meiner Gewalt. Oh nein, das kannst du nicht machen. Du wirst das Gleichgewicht durcheinander bringen. Ich meine, der Wechsel der Jahreszeiten ist noch nicht vollendet. Schöne Träume, Mutter Natur. Azrael, wir haben es geschafft. Wir haben den Frühling im Keim erstickt. Bald kommt Papa Schlumpf, um zu sehen, was passiert ist. Und ich werde ihn erwarten. La 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 la. Njam 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 njam. Merkwürdig. Sieht aus, als käme der Winter zurück.
Tja, jetzt müssen wir aber auf der Hut sein. Irgendwas stimmt mit dem Wetter nicht. Ich muss sofort eine Versammlung einberufen. Das, meine kleinen Schlümpfe, ist der schlimmste Schneesturm, den ich in meinen 543 Jahren jemals gesehen habe. Oh. Wir müssen sofort etwas unternehmen. Ich hasse etwas zu unternehmen. Andy? Ja, hier bin ich, Papa Schlumpf. Ich brauche eine große Leiter, um an die Zweige der Dorfeiche heranzukommen. Hefty, Clumsy, Schlaubi und Beauty. Schlumpft ihm dabei. Jawohl, Papa Schlumpf. Joki, Muffi, Schlumpfine, Zwirni und Farmi. Ihr geht ins Lagerhaus und holt alle Lebensmittel, die übrig geblieben sind. Ja, Papa Schlumpf. Irgendwas sagt mir, dass wir jetzt vor einem sehr, sehr langen Winter stehen. Vorsicht, Clumsy. Aufziehen! Los, Beeilung, Schlümpfe! Langsam hochkommen lassen! Gut so, Schlümpfe! Es ist geschafft! Ja! Oh, Papa Schlumpf, unser Dorf ist schon fast eingeschneit. Ja, und das Essen ist auch fast alle. Und wenn der Schneesturm so weitergeht, fliegen wir alle weg. Aber was können wir tun, Papa Schlumpf? Ich kenne nur ein einziges Wesen, das uns weiterhelfen kann. Mutter Natur, ich muss zu ihr gehen. Merkwürdig. Heute Morgen war es Frühling und jetzt schneit es wieder. Da ist was nicht in Ordnung, überhaupt nicht in Ordnung. Oh, mein Buch ist weg. Dieser diebische Gargamel. Ach, wieso sollte Gargamel im Märchenbuch stehen? Aber vielleicht ist es gar kein Märchenbuch. Hallo, Mutter Natur, Mutter Natur. Psst. Hallo. Wie recht du hast, Papa Schlumpf, wie recht du hast. Asrael, fass ihn, fass ihn! Asrael, na los, gib's ihm! Bald schon, ihr widerlichen Schlümpfe, verwandle ich euch in Gold und damit werde ich der mächtigste und reichste Zauberer der Welt. Euch und euren Papa Schlumpf wird es dann nicht mehr geben. Darf ich dir einen neuen Freund von mir vorstellen? Danke, mein Freund. Doch jetzt muss ich schnell ins Dorf zurück. Danke. Asrael! Asrael! Ach, ich kann nicht ewig auf diese Katze warten, denn ich habe noch 6 Schlümpfe zu kochen. Dann habe ich Gold, dann bin ich reich, wahnsinnig superreich. Oh, ich brate ein paar, ich toast ein paar, der Rest ist mir teuer und hold. Ich leg sie ein, ein paar in Wein und den Rest mach ich zu Gold. Ja! Schlümpfe! 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 Gargamel hat Mutter Natur gekidnappt. Mutter Natur? Und 6 Schlümpfe. 6 Schlümpfe? Ja, und wenn wir Mutter Natur nicht befreien, dann wird es im Wald für immer Winter bleiben. Worauf warten wir noch? Los, gehen wir! Ja, Gargamel! Der bösartige Gargamel! Nein, Ente! Du wartest hier! Nein, Ente! Du kannst nicht mitkommen, das ist zu gefährlich! Nein, du bleibst hier! Ach, diese herrlichen Schlümpfe. Harmony, Handy, Torti, der Türknauf. Ja, ja, ja. Papa Schlumpf. Klein gekochte Schlümpfe, Gold. Reich, reich, reich.
Beauty, bewacht die Tür. Ja, Papa Schlumpf. Hey, sieht mal, Papa Schlumpf. Alles in Ordnung, haltet durch. Wir schlumpfen euch gleich frei. Oh, Daniel! Ja, der wunderschöne Schlumpfkrieger wacht zuverlässig auf seinem Posten. Seht nur die stahlharten Augen, dieses wohlgeformte Kinn mit diesen entzückenden Härchen. Oh, Härchen? Azrael! Wach auf, Mutter Natur! Wach auf! Goldene Schlümpfe. Goldene Berge. Schnell, Schlümpfe, schnell! Ich hasse Azrael! Hilf dir, Beauty, der Schrank! Wir haben die Arschbombe! Gut gemacht, meine Schlümpfe. Und jetzt so schnell wie möglich raus hier. Beeilt euch. Hier ist es zu gefährlich. Wartet draußen bei den anderen, während ich Mutter Natur wieder munter mache. Aber Papa Schlumpf, ihr könnt dich doch nicht allein lassen. Schlumpfine, wirst du wohl gehorchen? Ja, Papa Schlumpf. Oh, armer Papa Schlumpf. Ich hoffe, es geht ihm gut. Und was ist, wenn Gargamel plötzlich aufwacht? Wenn das Mutter Natur nicht aufweckt, wird sie gar nichts mehr aufwecken. Oh. Ente, was tust du denn hier? Seht mal, da kommt jemand. Noch ein Mensch. Oh je, hoffentlich bekommt Papa Schlumpf keine Schwierigkeiten. Na, es ist fertig. Mach die Tür auf, Gargamel! Ich weiß, dass du da bist! Was ist denn nun schon wieder los? Ja? Wo ist mein Buch? Ich weiß, dass du es gestohlen hast! Was ist das mit den Schlümpfen? Gibt es sie wirklich? Sag's mir! Schlümpfe? Wie denn? Natürlich nicht! Oh, sie sind weg! Meine Schlümpfe sind weg, 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 weg. Ein Schlumpf? Sie existieren wirklich. Papa Schlumpf? Entschuldige, Gargamel, aber ich gehe jetzt. Stopp, halt! Gargamel, du bist ein Idiot. Und eine Schande für die ganze Familie. Also geh aus dem Weg. Alles, was noch fehlt, um Gold herzustellen, sind 6 Schlümpfe. Egal, ob sie leben oder tot sind. Gib acht, Gargamel, das ist der Zauberstab der Zukunft. Er hat die Macht, die Welt zu verändern. Oh, Papa Schlumpf! Ja, mir geht es gut. Aber das arme Entchen hatte nicht so viel Glück. Fabelhaft, das ist unglaublich. Das ist ja... Schnauze! Hört mir zu, Schlümpfe! Hört mir gut zu! Ich bin Balthasar, der oberste Zauberer. Gebt 6 von euch heraus! Oder ihr werdet alle teuer bezahlen. Habt ihr gehört? Ihr werdet bezahlen, und zwar alle. Hier ist unsere Antwort, Balthasar. Ja, und hier ist meine. Nein, bleib weg von mir! Hilfe! Oh, du meine Güte! Wo bin ich nur? Mutter Natur, dies ist das Haus von Gaga.
Gargamel. Gargamel hat dich verzaubert, um den Frühling zurückzuhalten. Gargamel hat mich, oh ja, jetzt fällt's mir wieder ein, mit bösen schwarzen Rosen. Schande über dich, Gargamel. Du hast alles aus dem Gleichgewicht gebracht, aus puren egoistischen Motiven. Ja? Oh, warte, was soll das? Aha, aha. Das lasse ich dir nicht durchgehen, du Aha. So, das war's. Der Frühling ist zurückgekehrt. Ja. Kannst du nicht auch etwas für meine Ente tun? Oh, das arme kleine Entlein. Lass mich mal sehen. So, mein Entlein. Es wird ihr gleich besser gehen, Schlumpfine. Oh, Ente. Das ist doch wirklich ein Grund zum Feiern. Ja! Ja! Das war wirklich ein wundervolles Osterfest. Vielen Dank für alles. Wir sind glücklich, dass wir dir helfen konnten, Mutter Natur. Du alter Charmeur, hast wirklich Glück, dass ich nicht ein paar tausend Jahre jünger bin. Und vielleicht ein wenig kleiner. Juhu, Mutter Natur! Das ist für dich, Mutter Natur. Es ist eine Überraschung. Oh. Jogi, nein! Wie nett. Vielen Dank, Jogi. Oh, sie sind wundervoll. Ja. Auf Wiedersehen und frohe Ostern. Ja, fröhliche Ostern, Mutter Natur. Ich hasse Happy Enden.